schon wieder verpasst. Hey, wer ist da? Zimmerservice. Die Dienstbots haben Robokudings da. Na, wenn das so ist. Bringen Sie meinen Helm in die Reinigung und verschwinden Sie. Okidoki. Huch, wir sind zurück. Gut, eine weitere Chance. Diesmal mache ich alles richtig. Wieso gibt es denn jetzt ein Zeitreset? Das ist doch total hirnverbrannt. Ach, ich sollte mal mit Macronicle ein Hühnchen rupfen. Zunächst mal klauen wir dem Klavier seine Taste. Sag mal, ja, jetzt hier weniger Sprüche und mehr Arbeit. Dann gehen wir ganz schnell in den Fahrstuhl. Da ist noch jemand im Fahrstuhl. Mist. Dann reden wir mit der Dame. Aha. Goal? Ja? Wer spricht da? Mein Name ist Rufus. Ich kenne keinen Gufus. Es heißt ja auch Rufus. Kuhschuss? Kuh. Nein, Hu. Aber mit Fuß. Kuhfuß. Nein, ich... egal. Mein Name spielt keine Rolle. Na, das sehe ich aber anders. Ich habe es zufällig sehr eilig. Wenn du nicht mal deinen Namen über die Lippen bekommst, kann ich dir auch nicht helfen. Ja, das klingt ja alles ganz spannend. Aber ich habe leider keine Zeit. Mach's gut, Fremder. Nein, stopp! So ein Reinfall. Mist! Keiner da. Ich hab's verbockt. Zum zweiten Male verbockt. Tülü. Ja, so denke ich auch. Du könntest ein wenig Spaß vertragen. Also schlage ich die Fun-Zone vor. Nein. Nein. Ich muss schleusigst zu den Schleunen. Schleunigst zu den Schleusen. Na, die sind ja heute extrem beliebt. Los geht's! Und wieder verpasst. So wird das wohl nichts. Ich sag ja, es führt zu nichts Gutem, sich in den Lauf der Dinge einzumischen. Soll ich etwa auch feige durch den Luftschacht poltern? Wahnsinnig produktiv. Besonders jetzt, wo die Zeit resettet wurde. Ich weiß. Irgendjemand muss die Kurbel am Chronokar benutzt haben. Und jetzt muss er noch einmal Grill Donnerstag feiern. Das wird ihm eine Lehre sein. Geschieht ihm nicht? Ich fürchte nicht. Wenn er keinen Aluhut auf hatte, wird er es heute Abend wieder genauso tun. Und dann wieder. Und wieder. Und wir stecken hier fest und können nichts dagegen tun. Das ist das Ende der Zeit, wie wir sie kennen. Du meinst, dieser Tag wird sich ewig wiederholen? Ich kann mir Schlimmeres vorstellen. Bitte was? Das war kein so übler Tag. Ich hatte Spaß. Schade nur, dass Goal nicht da ist. Vielleicht kriege ich sie ja in der nächsten Schlaufe überredet. Dann würde ich aufhören, sie zu überreden. Und dann wären wir glücklich für alle Zeiten auf Elysium. Aber... so geht das doch nicht. Die Zeit würde niemals voranschreiten. Ich hab's schon verstanden. Du kannst dir deinen Werbeblock sparen. Aber was hab ich nur angerichtet? Die Zeit wiederholt sich ständig. Das kommt mir jetzt aber vage bekannt vor. Hey, Moment mal. Diesmal muss ich nicht automatisch wieder dahin. Diesmal kann ich mir hier eine Echsenhaut und einen Schlegel schnappen. Oh ja. Sag mal was dazu. Irgendwo auf Elysium läuft nun ein Pestspeichelwaran pudelnackig durch die Gegend. Nudisten im Paradies. Mal ganz was Neues. An mir ist ein großer Perkussionist verloren gegangen. Leider brauchte Tonis Mutter das Becken anderweitig. Er lässt sich auch Prothesen nach Hause liefern. Wie bitte? Den habe ich jetzt nicht ganz verstanden, muss ich sagen. Ey, Macronicle, was auch immer mir zu erzählen hat, ist mir egal, ich habe einen Schlegel. Hahaha. Und deswegen kann ich jetzt diese Klaviatur bedienen. Ah nein, Moment, falsch. Ach, halt die Klappe, Ronny. Wo soll ich dich hinbringen? Du könntest ein wenig Spaß vertragen. Also schlag. Nix Funzone. Ich glaube, ich nehme den nächsten Lift. Wie du willst. Ich glaube aber immer mehr, dass die Fun-Zone das Richtige für dich wäre. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich muss das folgendermaßen machen. Haha!
untere Schleusen, Fun Zone, Ältestenrat, dahin sollte ich gehen, aber wo? Oh, das wäre zu einfach. Zunächst mal möchte ich in die Chill-Out Zone. Oh Gott, ich glaube, ich werde ziemlich lange hier sein. Oh, die süßen Streicheltiere. Ein Streichelzoo. Bedürfnisse haben die Leute. Ein Streichelzoo. Nochmal. Was bist du? Du hässliches Entlein. Was soll ich sagen? Ich glaube, ich werde ziemlich lange hier sein. Moment mal, Klappe. Ein Datasettenfach. Na, das ist ja mal was Neues. Rotlicht? Inspektor Gizmo hat den Kuwak auch überall rote Lampen installiert. Aber bei denen muss man erst Hitze erzeugen. Vorher gehen die nicht an. Aua, heiß! Da ich glaube, dass bald der Tag zurücksetzt und wir dann den ganzen Quatsch nochmal machen müssen, möchte ich gar nicht so viel mit denen reden, sondern ich gehe direkt zum Ältestenrat und guck mal, ob wir hier nicht die Sache vorantreiben können. Bin ich hier richtig? Ich wollte zum Ältestenrat, nicht zu Betreutes Wohnen. Hallo? Hallo? Quatre? Erzähl mir was. Hey, du, aufwachen! Ich bin wach! Ich muss unbedingt beim Ältestenrat vorsprechen. Gerne! In einer Woche haben wir wieder unsere administrative Zwischensitzung mit Mondzipfeln. Vergiss nicht, eine Kuchengabel mitzubringen. So viel Zeit habe ich nicht. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Ich brauche die Audienz heute. Eine außerordentliche Sitzung? Du machst mir Spaß. So etwas ginge nur im Katastrophenfall. Oder natürlich, wenn jemand 10.000 Spaßpunkte erreicht hat. Aber... Was? Wenn jemand 10... Was? Ich muss den Ältestenrat wirklich dringend heute noch sprechen. Eine außerordentliche Sitzung? Du machst mir Spaß. So etwas ginge nur im Katastrophenfall. Oder natürlich, wenn jemand 10.000 Spaßpunkte erreicht hat. Also, Moment mal. 10.000 Spaßpunkte sind schwierig, aber Katastrophenfall? Es ist immer noch Rufus. So schwer kann das ja jetzt nicht wirklich sein. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Ja, auf Elysium ist wirklich ein Tag wie der andere. Einfach herrlich. Ich spreche hier aber von einer temporalen Anomalie. Das Gefüge von Raum und Zeit ist am Zerbröseln. Damit kenne ich mich leider nicht aus. Meine Verantwortungsbereiche sind Protokoll führen und Gebäck bereitstellen. Vielleicht solltest du nächste Woche mal eine Audienz beim Ältestenrat machen. Du musst das Hochboot aufhalten. Das kann ich nicht entscheiden. Aber ich könnte dir als Trost einen extra Streuselplunder zum Frühstück bringen lassen. Ach nee. Wobei, geht das auch heute? Nein. Ach, doch nee. Das wollte ich auch gerade sagen. Morgen bringt's uns nichts. Ich kann beweisen, dass Deponia bewohnt ist. Wirklich? Das wäre zwar schade um meinen I Love Utopia-Schal, aber deshalb nicht weniger sensationell. Offenbar nicht sensationell genug, um deinen Breiarsch aus der Hängematte zu bekommen. Genau. Wenn deine Geschichte stimmt, wird das Inspektionsteam das in wenigen Wochen bestätigen. Und so lange kann ich noch an einem Sorry Deponianer, dass wir euch beinahe ausgerottet hätten, Schal arbeiten. Ich bekomme keine 10.000 Spaßpunkte zusammen. Geduld. Wir haben den Wert extra so hoch angelegt, dass es unmöglich ist, ihn an einem Tag zu erreichen. Aber es gibt nur diesen einen Tag. Und dann fängt alles wieder von vorne an. Du meinst, dein Punktekonto wird gelöscht? Ja, genau, ja. Dann sollten wir den Computerkern überprüfen. Ich schicke jemanden. Na endlich. Gleich morgen. Okay. Danke für nichts. Keine Ursache. Das ist mein Job. Ich denke, wir müssen also einfach unseren Spaß so sehr in die Höhe treiben, dass wir die 10.000 Punkte erreichen.
Ein Bällebad. So eines hatte ich mal im Keller angelegt. Eine meiner wenigen Ideen, die Toni auch total lustig fand, bis die Schlangen geschlüpft sind. Was? Git, die sind ja ganz wachsig. Die Sonne scheint sie etwas angeschmolzen zu haben. Ach, Leselampe, nicht Laserlampe. Was für eine Enttäuschung. Wir haben also hier Plastikbälle, einen Drink, eine Wärmelampe, Echsenhaut, Monsterpantoffeln und Ulysses Helm. Das klingt schon mal ziemlich gut, muss ich ja sagen. Ich schlage Folgendes vor. Haha! Was tust du? Was schon? Ich beschleunige deinen Bräunungsprozess. Oh, wie zuvorkommend. Danke. Gut durch. Hörst du auch dieses besorgniserregende Brutzeln? Das sind nur deine Pigmente, die eine Party schmeißen. Und der Geruch? Es ist eine Grillparty. Ah, wie schön. Ein Alu-Reflektor? Praktisch. Und warum liegt da eigentlich Stroh rum? Das ist schon braun genug. Ein weiteres Pro-Argument, Schokopuddinglose in den Taschen zu transportieren. Und was ist das jetzt? Ein Bestechungsversuch? Du Scherznudel! Auf Elysium haben wir doch alles, was wir brauchen! Außer einem Verwaltungssystem, das sich durch ein bisschen Fakelaki beschleunigen lässt. Feuer legen und so hat ja schon mal nicht geklappt. Ich will meine Wärmelampe zurück. Naja, egal. Ich glaube, wir haben hier oben alles abgegrast. Aber bevor ich in die Funzone gehe, gehe ich erstmal in... Moment, ich möchte wissen, warum ich hier diese White Key eingesetzt habe. Das war ein schöner Ton, aber etwas farblos. Um zum Computerkern zu kommen, müsste das deutlich röter klingen. Röter? Da ist noch Musik drin. Leider kenne ich die Noten nicht. Wie jetzt röter? Was soll das denn heißen? Ach. Achso, Habitatring, das ist hier. Oh, habe ich denn irgendwas Neues für die Dame und Herr? Hey, Echsenhaut ist doch ein wunderschönes Vorhangmuster, oder? Wer auf Leopardenhaut steht, der steht auch auf sowas. Wie wär's mit Echsenhautvorhängen? Nein, solche hatten wir in unserer alten Wohnung. Sie werden einfach zu schnell ledrig. Und sie stinken mit der Zeit. Verstehe. Aus demselben Grund haben wir Tonis Oma in ein Heim gegeben. Strohvorhänge? Nein, danke. Alles, was wir brauchen, ist... Ja. Und Alu-Vorhänge sind auch nichts, oder? Nein, danke. Ja, dann zurück da rein und in die Chillout-Zone nochmal. Reden wir mit dem... Oh, das ist ja auch ein Ältester, fällt mir gerade das auf. Was für eine Weichbirne. Gibt es denn hier keine richtigen Verantwortlichen? Bist du einer von den Ältesten? Ja, aber gib dir keine Mühe. Der Ältestenrat tagt erst wieder in einer Woche. Es sei denn... Jemand gewinnt die 10.000 Spaßpunkte aus dem Funzone-Wettbewerb. Aber die Aktion ist gerade erst gestartet und an einem Tag nicht zu schaffen. Also, warum lehnst du dich nicht einfach zurück und streichelst stattdessen ein paar possierliche Streifenzobel? Warum? Weil... Verdammt, er hat einfach die besseren Argumente. Ja, Streifenzobel und die süßen Hühnchen. Oh, aber sind das ein bisschen verstört, oder? Ach komm schon. Ich muss mit dem Ältestenrat reden. Dann musst du bis nächste Woche warten. Oder 10.000 Spaßpunkte sammeln. Und bis es soweit ist, findest du mich hier. Bei meinen putzigen Freunden, den Streichelzoo-Streifenzobeln. Okay, der hat nichts weiteres zu sagen, also generieren wir uns einen Wolpertinger. Oh, ist das ein Rätsel? Ich liebe Rätsel. Aber Moment mal, hier fehlt doch was. Nämlich Aktionen.
Und vielleicht Strom. Vielleicht auch Datasetten. Ich kann nichts machen. Ich kann nur raus. Alles hier erinnert mich an Gohn. Dabei habe ich sie ja streng genommen noch gar nicht kennengelernt. Nichts wie weg. Was mag sich hier und hier verbergen? Oh, das klingt angenehm. Noch ein Ältester. Gibt es hier eigentlich nur Älteste? Ist die rosafarbene Stampede komplett. Naja, und Henna und Tenna. Die gibt's auch. Bist du einer von den Ältesten? Vor allem bin ich gerade beschäftigt. Also, verzieh dich. Beschäftigt? Sieht's aber nicht so aus. Was sind das hier? Anweisungen, wie man einen Drink mixt? Hier rein. Die Sauna ist geschlossen. Ach, egal. Dieses ganze Zeitgereise ist auch so schon schweißtreibend genug. Hier, ein Drink. Hast du Durst? Nein. Mein Körper durchläuft gerade einen Entschlackungsprozess. Bist du sicher, dass er in die richtige Richtung läuft? Freundlich, Ufus, freundlich. Naja, ich glaube, mit dem kann ich nicht so viel machen. Noch mehr Älteste. Haha, ich wusste es. Warte mal, wo bin ich? Ach, da hinten. The worst things worst. Worst things worst. Der Automat für ihr persönliches Worst-Case-Szenario. Achtung, Knochen und Zähne werden nicht automatisch entfernt. Warum kann ich ihn nicht benutzen? Oh. Ob das einer dieser Ältesten ist? Alt ist er jedenfalls schon mal. Genau. Bist du einer von den Ältesten? Ich bin nicht im Dienst, wenn du das meinst. Aber es ist ein Notfall. Unsinn. Auf Elysium gibt es keine Notfälle. Wir haben eine Maschine, die alle Probleme verhindert. Sie heißt Computer. Echt? Cool. Aber... Nichts, aber der Ältestenrat trifft sich in einer Woche wieder. Es sei denn, jemand gewinnt vorher 10.000 Spaßpunkte. Ja, reibt's mir in die Nase, was ich machen muss. Ich hab's kapiert. 10.000 Spaßpunkte. Und hier sieht's auch nach Spaß aus. Aber überhaupt nichts zu tun. Mal wieder, hey, noch eine Klappe. Hey, ist da nicht eine Datasette drin? Alles hier erinnert mich an Go. Dabei habe ich sie ja streng genommen noch gar nicht kennengelernt. Keine Datasette drin. Oder? Nein. Ja, worst things worst. Kann ich dann da... Moment. Das möchte ich kurz ausprobieren. Was können wir da tun? Vielleicht können wir da einen Drink reinkippen. Das wollte ich eigentlich woanders verwursten. Vielleicht Bälle? Hey! Schade, das ist zu groß, um es einzuwursten. Oh. Stroh? Das wollte ich eigentlich woanders verwursten. Eine... Aha! Hey, das funktioniert ja tatsächlich. Jetzt ist sie ein bisschen... The Worst Key, jawohl. Worst Key, was auch immer. Ist noch mehr zu verwursten hier? Nein, ich glaube nicht. Ich würde sagen, zurück in den Fahrstuhl und wir probieren die Taste nochmal. Röter? Was meint er mit Röter? Da ist noch Musik drin. Leider kenne ich die Noten nicht. Ich verstehe es nicht. Das ist mir unklar. Mist. Okay, ich habe einen Plan. Er beinhaltet, dass ich speichere. Und danach, dass ich in die Funzone reise und erstmal schaue, ob ich jetzt in der Funzone mehr Spaß haben sammle kann. Sammle 10.000 Spaßpunkte und gewinne einen tollen Preis. Wähle eine von vielen Attraktionen aus und vor allen Dingen habe Spaß.